Ein bemerkenswerter Tempel. Na, Tempel ist es ja nicht, aber einfach nur ein Sanktuarium, könnte man sagen. Eine imperiale Offizierin. Da oben ist ein Shuttle und hier, was ist das? Wilderness Survival Gear. Procure Wilderness Survival Gear for Safety. Wilderness, ne? Nicht Wilderness, Wilderness. Was? Energy Shield increases damage reduction by 25% for 60 seconds. Aha. Medical Backpack. Was erwartet mich denn da jetzt? Aber cool, cool, was ich hier so... Das ist voll schick. Man könnte ja schon fast sagen, wir gehen auf Wanderschaft. Oder? Finde ich voll schön hier mit dem Rucksack. Oder müssen wir etwa gegen Valkorion kämpfen? Boah, das wär's ja. Valkorion, we need to talk. Your life is defined by deeds, not words. And we have nothing to discuss. You took my power, and now come for my secrets. But you have not earned them. You saw that mission briefing. You know what's at stake. I am not your servant, and you have trifled with my patience for the last time. Lana, come in. Something happened. I need your help. Your friends cannot hear you. You isolated me for a reason. Okay. You brought me here. Why? Sometimes, evolution requires a push. Or a sacrifice. You have forgotten what it means to face death alone. I will remind you. Das war ja anzunehmen, dass das hier nicht einfach nur ein kleiner Kaffeekranz. A path has been laid before you, but you refuse to tread upon it. That will change. Wird. Der will uns hier ernsthaft gegen riesige Monster wahrscheinlich kämpfen lassen. Yep. You sense the predators closing in? They smell your weakness. They would feast on it. Tja, ist mir doch egal, ob die sich unsichtbar machen können. Shadestalker, an expert. Dr. Yuval Ilip Ogorob. Ah, guck an. Der Ogorob hat hier sogar jetzt alles angefertigt für uns. Ich vermute mal, der Sleen wird mir jetzt keinen neuen Eintrag gewähren, aber man kann ja trotzdem mal schauen. Ja, das dachte ich mir. Aber zumindest gewährt er mir ein paar Items und die nehme ich mir natürlich mit. Zack. Ich bin mal sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Was für ein Brocken. Cairns are a way to mark common paths and locations that are... Was?
You're too close to use this. Ah, ich verstehe. Und sonst? Sonst sehe ich aber gerade weit und breit gar nichts. Was ist da hinten? War da noch was? Nein, das war nur ein Fahren. Hübsche Ecke allerdings, das muss man mal sagen. Sehr, sehr hübsch. Ich sehe halt nur überhaupt gar keine Kreaturen mehr. Oha, alles klar. Okay, okay. Ja. Eine Minute Cooldown, ja dann werde ich mir natürlich ganz genau überlegen, ob ich das jetzt möchte oder nicht. So. Die droppen aber auch nichts, oder? Medical Aid. Ach so, das ist das, okay. Ah. Das aktiviert sich von selbst, wenn man nur noch 25% Leben hat. Nicht übel. Also könnte ich jetzt theoretisch das hier benutzen? Ach so, während ich kämpfe, geht das nicht. Okay. Heißt das, ich kann das benutzen, um diese... You have a destiny to fulfill. I am tired of being disappointed by your lack of progress. Was für ein Fortschritt, Valkorion. Hier geht's den Kampf zu gewinnen. Hier geht's nicht um Fortschritt in der Evolution. Du willst mich zu einem Menschen machen, der kein Mensch mehr ist. Das ist doch alles, oder? Um was anderes geht's dir doch gar nicht. Keep searching for a way out. Ah, das ist a potential way out. Ja, gut. So, jetzt kommt noch einer, genau. Ah, der ruft dann die ganzen einmal beisammen. Ich verstehe. Ich mache mir halt nur ein paar Gedanken darüber, dass ich vielleicht keine 15 Shadestalker töten werde, sondern nur, ja, weiß nicht, 14. Das wäre schon etwas schade. So, wir laufen mal hier oben lang. Denn ich denke mal, die Questersteller werden schon ganz genau wissen, dass der geneigte Spieler hier lang laufen wird. Hey, wieso hast du... Geht doch. So. Jetzt klappern wir das auch mal ab. Genau, this cave has collapsed. Keep searching for a way out. Oh, was haben wir denn hier? Was? Tail Stalker. Zählt das Ding auch? Na, nicht so schnell. Zack. Und das ganz ohne Schaden zu nehmen. Wobei, doch, ein bisschen Schaden habe ich schon genommen. My son blindsided me because I allowed it. But you were weak. Ich verstehe. Ja, du hast zugelassen, dass dein Sohn dich da ein bisschen verrät. Und bei mir ist das anders, weil ich schwach war? Das heißt, du willst mich stärker machen. Aber warum willst du mich stärker machen? Einfach nur, weil du das große Ganze siehst, weil du sagst, hey, I'm in a good mood. I want to bring evolution on a new path. Ich habe da keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus mir wirklich einfach nur sagt, ey, wir machen jetzt die nächste Evolutionsstufe des Menschen. Das ist doch Quatsch. Oder doch nicht? Ich weiß nicht. Ich meine, er hat viel gesehen in der Macht. Kann ja schon sein, dass da vielleicht ein bisschen was hängen geblieben ist. Man weiß es ja manchmal nicht, ne? Manchmal ist es seltsam. Mein Sohn hat einen killing blow against you. Had I not interfered, you would be dead. Perhaps I should have let you go then. Das ist wohl wahr. Ein bisschen. Ne, Moment mal. Ist das so? Ach ja, er hat mich am Leben gehalten. Natürlich, das Laserschwert, was direkt durch meine Brust ging.
Ich sollte dankbar sein, nehme ich an. Eine Höhle haben wir noch. Um die müssen wir uns noch kümmern, aber ich vermute mal... Was? Ich vermute mal, selbst die wird dann einfach... Was ist denn los? Selbst die wird dann einfach einstürzen und fertig ist der Lack. So, da vorne ist die Höhle. Oh, was ist denn das? Oh, das ist schön. Bitte darf ich das töten. Bitte. Ich muss. Da führt kein Weg daran vorbei. Ich muss einfach. Oh oh. Oh oh. Okay, das ist etwas heftiger, als ich dachte. Ja. Ja, gut. Hui. The galaxy is finally united under a single banner. It should have been yours. Ja, natürlich, die Galaxie sollte mir gehören, ist klar. Due to the rapid escalation of evolution observed on Odessna, I have imported creatures from other planets and released them into the wilds to monitor the effects. The Sleen, extracted from the jungles of Roman Cars, exhibited a marked increase in agility and reaction time. Oha, interessant, das ist schneller geworden und kann auch schneller reagieren. Perhaps this creature's serum could be used to make performance-enhancing adrenals. Das ist aber auch schön Bio, ne? Alles Bio-Anbau. From a cap, I secured a fine Macrin specimen with the intent of studying its adaptability. As predicted, this remarkable species altered the texture of its skin to better mirror the sturdy hardwoods of the Descent Forest. Also es ist nicht unsichtbar, es gleicht sich nur dem Farbbild der Umgebung an, wenn man so will. The Taris Boxstalker saw the most shockingly rapid evolution thus far. The creature developed an incredible predatory feature, a plasteel-like barb at the end of its tail. It has evolved enough to warrant a new breed, which I call the Steel-Tail Stalker. Das waren die Vögel, die wir gesehen hatten. Die hatten jetzt also einen Stahlschwanz, wenn man so will. I've allowed the creatures to continue their existence on Odessen, as I hope to further observe their acclimation. Der lässt die hier einfach unter den Bedingungen, die hier vorherrschen, aus und schaut dann, wie die sich entwickelt haben und hat festgestellt, dass sich hier einfach jedes Tier, angepasst hat. Und zwar zum Positiven. Es ist stärker, schneller, reaktionsschneller, wie auch immer man das nennen möchte. So, und wir wollen jetzt mal versuchen, den letzten Weg rauszufinden. Natürlich, ich hatte es mir schon gedacht. Jetzt müssen wir doch wieder nach da vorne laufen. Auch diese Höhle ist eingestürzt. Wir haben im Prinzip jede Höhle jetzt schon ausprobiert. Die Sleens lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Oh, wir können uns warm anziehen. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Ich finde es aber übrigens sehr interessant, dass der Codex-Eintrag zu den ganzen Tieren und der Experimente nur in diese... Nur in diese, diese Story-Instanz gefunden werden kann. A legion of allies and my immense power at your disposal. You remain incomplete. Da ist allerdings was Wahres dran. Wir haben so viele tolle Sachen und irgendwie sind wir immer noch nicht fertig. Ist irgendwie schade. Aber nochmal zurück zum Codex-Eintrag. Man findet das nur hier in dieser Story-Instanz. Wie komme ich denn sonst daran, wenn ich das irgendwie vergesse oder übersehe oder nicht jedes Tier töte? Weil wir haben ja nun die auch getötet, die hier uns gar nicht angreifen würden. Ah. Hier ist noch der Vogel. Steel-Tailed. So. Und was jetzt war, Corion? Ich muss hier irgendwie raus.